Mann, der hat ja seine... Herr Diepold! Sie haben Ihre Garderobe... Oh, nun ist er schon drin. Kann ich mir die Lunge aus dem Hals schreien? Er hört das doch nicht. Und Sie sind ja auch schon da. Also da müssen wir ja auch gleich anfangen, nicht? Aber wissen Sie, das mit Herrn Diepold, also das ist ein Fall für sich. Seit Jahren denn liege ich ihm in den Ohren, dass er sich endlich ein Hörgerät anschafft. Nun habe ich ihn soweit und was tut er? Kauft sich so ein Ding auf dem Flohmarkt. Und dann ist er noch stolz, dass er die auf 20 Mark runtergehandelt hat. Stellen Sie sich das mal vor. Nun sitzt er da mit dem Schietding. Mal hört er überhaupt nichts, mal piept das Ding so laut, dass man meint, er hat eine Maus auf den Schwanz getreten und mal hat er nur den Polizeifunk drin. Ich bin ja gespannt, was er sagt, wenn er heute aus dem Theater wieder rauskommt. Das ist nämlich so ein Aha-Erlebnis für ihn. Denn der Opa Meiners, also der in dem Stück hier heute Abend, das ist ein Leidensgenosse von ihm. Der hört fast gar nichts mehr. Und seine Schwiegertochter Bertha, dies falsche Biest, die nutzt das natürlich gehörig aus. Aber es ist eine Komödie. Und bei einer Komödie kann man sich auf zwei Sachen immer ganz fest verlassen. Sie ist heiter und gerecht. Und daher wissen wir auch ganz genau, wer in diesem Stück zuletzt lacht, das ist eben Opa Meiners. So, und das gucken Sie sich nun gleich mal an. Denn bis denn, ne? Ach, nun schnarcht der alte Krauter noch wie eine Sau mit 13 Ferkeln. Ja, denn hilft das nichts, denn müssen wir noch warten. Warten? Der Notar kann jeden Augenblick kommen. Tja, denn weck ihn doch auf. Bist du verrückt? Wenn er nach dem Mittagessen nicht ausgeschlafen hat, dann ist er doch immer gnatterig wie so ein Kind, dem man sein Spielzeug weggenommen hat. Dann kann man Notar gleich wieder abbestellen. Tja, dann bestell ihn wieder ab. So. Willst du hier auf dem Hof bis an dein Lebensende Knecht bleiben? Ne, der Kram soll nur endlich ins Reine. Ja, dann müssen wir sehen, wie wir ihn wach kriegen. Klar müssen wir das. Er darf nicht merken, dass wir ihn aufgeweckt haben. Was du meinst, Bertha. Ja, wo willst du hin? Die Tür zu ballern. Denn sagen wir nachher, das hat gedonnert. Da sind wir denn ja nicht schuld an. Das ist nicht laut genug. Der olle Quarkbügel ist ja viel zu schwerhörig. Ja, dann müssen wir es eben auf eine andere Art versuchen. Das hilft alles nichts. Das ist viel zu leise. Aber wart mal. Da liegt ja sein Hörrohr. Das halte ich ihm ans Ohr. So, nun baller noch mal. Da, nun ist er kaputt. Oh. Herrje, davon wäre ja wohl ein Toter aufgewacht und dieser olle Dösbattel schnarcht einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre. Hätte ich meine alte Yachtflinte bloß noch, die würde ich denn grad neben seinem Ohr abballern. Ja, bei dem stocktauben Knacker muss man schon Kanone abschießen. Tja, dann hilft das nichts, denn müssen wir ihn wach schütteln. Willst du uns alles verderben? Das müssen wir ganz anders machen. Ich weiß. Was du meinst, Bertha. So, nun will ich ihn schon kriegen. Ist da einer? Ist da einer? Wer ist da? Bertha! Opa, du bist schon wach? Wie kommt das denn? Warum hast du mich aufgeweckt? Ich hab dich doch nicht aufgeweckt. Ich hab mich doch gefreut, dass du so schön schliefst. Mich hat aber einer angestoßen. Ach, Opa, du hast wohl geträumt. Ich träum nie nicht. Mich hat einer angestoßen. Ja, du kannst recht haben. Das Fenster steht ja offen.
besoffen? Wer ist besoffen? Das Fenster steht offen und der Besen steht auch noch da. Das ist sicher wieder diese vermuckte Dern gewesen. Was für Bären? Die Dern, die Elke, die wollte ich sicher ein bisschen ärgern. Die soll mich aber nicht ärgern, das kann ich nicht ab. Ja, ich will sie mir gleich mal vornehmen. Na, der will ich heimleuchten. Sie soll Respekt haben vor ihrem alten Großvater. Da steckt eben keine gute Art drin. Aber nun mach mal deine Augen noch ein kleines Dremel zu. Ein bisschen Zeit hast du ja noch. Ist der Notar denn noch nicht da? Gott sei Dank, dass er da selbst von anfängt. Nee, der ist noch nicht da. Der kann aber jeden Augenblick kommen. Kann jeden Augenblick kommen? Aha. Ja, dann will ich auch nicht mehr schlafen. Tja, wenn du meinst. Ja, ich muss doch die Papiere noch zusammensuchen. Aha. Guck, da steht ja die Dern. Posiert mit dem Knecht rum. Wer schlecht? Mit dem Knecht. Tja, kannst von der mehr verlangen? Ihre Mutter ist ja auch mit dem Kerl durchgebrannt. Ach, nichts gegen ihre Mutter. Die Bären soll kommen, die Elke. Ich will ja mal die Leviten lesen. Ach, das überlass mir, Mann. Da musst du dich gar nicht an ärgern. Ob ich mich ärgern will, ist meine Sache. Die Bären soll kommen. Sofort. Ja, ja, ich sag ja gleich Bescheid. Och, alter Dickkopf. Elke? Ja? Kannst eben mal reinkommen? Opa will mit dir schnacken. Ja, ich komm gleich. Na, in Gang hab ich den alten Quackbügel ja erstmal. Wo ist Opa denn? In seiner Kammer. Was will er denn von mir? Will sich bloß ein bisschen mit seiner lieben Enkelin unterhalten. Und sonst will er nix? Jetzt dich wohl lieber mit dem Knecht unterhalten, anstatt mit deinem alten Opa, was? Na, dann viel Vergnügen auch! Elke, was will er von dir? Ach, das weiß ich nicht. Nun geh bloß weg hier. Warum? Hier ist ja niemand. Und Opa kann ja nicht hören. Hier. Nimm und gib ihm das und tu, was ich dir gesagt habe. Die Gelegenheit ist günstig. Wenn er mir nur nicht böse ist. Elke, warum sollte Opa dir böse sein? Tante Bertha war eben so komisch. Tante Bertha? Tante Bertha kriegt das noch klar und jagt deinen Opa von Haus und Hof. Ach, du denkst zu schlecht von ihr. Weißt du, warum der Notar heute Nachmittag kommt? Nee. Das wird allerhöchste Eisenbahn, dass Opa dahinter kommt, was hier gespielt wird. Hier, gib ihm das, ehe das zu spät ist. Nun lass mich doch lieber erst mal sehen, was er von mir will. Wenn er wieder seinen schlechten Tag hat, dann lässt er sich auf nichts ein, das weißt du doch. Elke! Na, er kommt. Nun mach bloß, dass du hier rauskommst, dass er dich hier nicht sieht. Ah, da bist du ja. Soll ich was, Opa? Warum hast du mich aufgeweckt? Ich hab dich doch nicht geweckt. Muss nicht lügen. Ich lüge auch nicht. Hast du deinen alten Opa nicht aus seinem besten Mittagsschlaf hochgejagt? Das ist nicht wahr. Nicht wahr? Tante Bertha hat das gesehen. Tante Bertha? Mhm. Ach, so ist das. Macht man so weiter, dann geht dir das bald so wie deiner Mutter. Mutter hat nichts Schlechtes getan und Tante Bertha, die lügt, dass du's man weißt, Opa. Sag mir nichts gegen Tante Bertha. Tante Bertha betrügt dich, Opa. Schluss, nu. Will nichts mehr hören. Opa! Das ist doch alles nicht wahr. Was hast denn zu heulen? Kannst nicht antworten? Ach, war's denn so schlimm? Wer hat dir denn was getan? Weißt du das nicht genauso gut wie ich? Ja, also hellsehen kann ich leider noch nicht. Wie kannst du Opa bloß solche Lügen erzählen? Ach, Opa! Auf den musst du gar nicht hören. Der ist alt und tüdelig. Was? Und das sagst du? Alten Leuten muss man ihren Willen lassen, sonst sind sie nicht zufrieden. Ach, da kommt wohl schon der Notar. Wo ist Opa denn abgeblieben? Opa ist rausgegangen. Ja, lauf schnell und hol ihn her. Ich muss mich um den Notar kümmern. Mhm. Und dann sag auch gleich Jochen Bescheid. Ja. Herrje, wer kommt da denn? Lieschen Quartfasel. Na, die hat mir gerade noch gefehlt. Tach, Bertha! Na, da wunderst dich was? Mit mir hast wohl nicht gerechnet. Wirst dich aber gleich noch mehr wundern, was ich dir für eine Überraschung mitgebracht habe. Bist du eben in ein Auto gekommen? Ja, mit was für ein riesiger Mercedes und nagelneu. Alles ein Lack und ein Klack. Ich dachte, der Notar wäre gekommen. Ach, lauer's auf den Notar. Der kann sich doch so ein Auto nicht leisten. Das kann nur einer. Na? Ja.
das keine? Das hättest du wohl nicht gedacht. Hm? Arnold Hogeback. Ja. Nee, daran hätte ich im Traum nicht gedacht. Bist dem alten Bräutigam nicht wenigstens die Hand geben? Bräutigam ist doch wohl ein bisschen übertrieben. Ich weiß, hast du den dösigen Jochen geangelt. Er ist ein guter Bauer. Aber kein Kerl, nicht. Mensch, mit mir hättest du besser getroffen. Du hattest mir zu viel Wind hinter den Hacken. Ja, aber der Wind hat mir einen ganz schönen Haufen zusammengefegt. Du solltest mal mein Lokal in Hamburg sehen. Ein richtiges Etablissement ist das. Ja, freut mich, wenn du es zu was gebracht hast. Bertha, ist das eine Art? Willst du deinen Besuch nicht wenigstens einen Stuhl anbieten? Ach so, ja. Bitte, nehmt Platz. Yeah. Ich hole euch eine Tasse Kaffee. Wir warten auf den Notar. Advokat und Laus, hol dir nicht ins Haus. Opa, will Jochen den Hof überschreiben? Was? Soll Jochen endlich doch die langen Büchsen ankriegen? Bei Bertha doch wohl nicht. Aber du dich mal um deinen eigenen Kerl, den musst du ja noch trockenlegen. Oh, bitte, vertrag euch. Ja, Langmann tüchtig zu. Du kannst den Pachtpfennig heute gleich mit abessen. Morgen ist doch erst Johanni. Na, das könnte ja so passen, dir gleich zweimal den Bauch voll Kaffee und Kuchen schlagen. Johanni habe ich das zu kriegen. So steht das in Vertrag. Was, ihr habt einen Vertrag gemacht über Kaffee und Kuchen? Ach, im Grundbuch steht noch so eine alte Gerechtigkeit. Hat aber noch ihre Gültigkeit. Und wo du den Erbbruch hier wieder in Gang bringen willst? Was, du willst den alten Krug hier wieder in Gang bringen? Ja, deswegen hat sie doch hier alles neu auf Antik gemacht. Das ist gar keine schlechte Idee, du. Aber dass Opa Meiners darauf eingegangen ist, der wollte alter Lebter von dem Krug nichts wissen. Opa quält sich da nicht viel um. Der freut sich, wenn er seine gute Pflege hat. Und die kriegt er bei mir. So ist das. Darum muss er Jochen den Hof überschreiben. Brauchst du niemanden mehr zu fragen. Doch. Mich muss ich fragen. Dich? Na ja, den Tobias ist doch dasselbe. Na, was habt ihr Quarkfasel uns denn damit zu kriegen? Na, meine Mann, Tobias Quarkfasel, gehört doch hier der Grund und Boden, wo der Krug aufsteht. Ist ja eigentlich bloß eine Formsache. Als Opas Vater damals die Quarkfaselsche heiratete, fiel der Erbkrug ja von rechts wegen an Meiners Hof. Aber der Alte wollte nicht, dass der Name Quarkfasel aus dem Grundbuch rauskam. Und deswegen hat er den Grund und Boden eben bloß verpachten wollen. Gegen eine Jahrespacht von einem Kupferpfennig, welcher alljährlich zu Johanni, dem Eigentümer, an Ort und Stelle in Bar auszuzahlen ist. Und aus welchem Anlass er mit Roggenbrot und Schinken, welche aus dem Papenschnitt zu nehmen und einer Kanne sauren Bieres gehörig zu traktieren ist. Ja, und mein Mann Tobias als der letzte Quartfasel ist ja nur Grundeigentümer von dem Krugland hier. Und jedes Jahr zu Johanni hol ich mir den Papen. Junge, Junge, ist das ein vertrackten Kram. Ach, das hättet ihr doch schon lange ablösen sollen. Sowas passt doch nicht mehr in die heutige Zeit. Ich habe ihr das ja oft genug angeboten. Für 100 Mark kann sie das Kuchland kaufen. Nee, nee, nee. Hol du mal jedes Jahr deinen Kupferpfennig und deine Tasse Kaffee. Das kommt für mich billiger. Ach, dass der Notar überhaupt nicht kommt. Der wollte schon um 3 Uhr hier sein. Ja, genau. Tobias! Wo kommst du her? Von draußen. Wie kommst du hierher? Zu Fuß. Bist du mit deiner Tour immer noch nicht rund? Nee, noch nicht ganz. Ich muss noch nach dem Kuhhörn, nach dem Roggenkampsmoor, nach dem Tüdig, nach dem Pockenpol. Was, am Pockenpol? Da muss auch noch hin? Da wohnt doch bloß die alte Besen-Katrin. Die kriegt doch alle ihr Lebtag keine Post. Ja, tut sie auch nicht. Aber ich muss auch meine Tour ablaufen. Was? Dann bist du wieder die ganze Tour rundgegangen? Oh, Herrje, ist das ein dummerhaftiger Kerl. Wenn ich dem nicht jeden Morgen die gesamte Post sortieren und einteilen tue, dann läuft der Kerl doch stur jeden Tag die Tour ab. Ob er das nun muss oder nicht. Ja, er ist eben gewissenhafter Beamter. Ja. Wenn ich meine Tour nicht ablaufe, dann wissen die Leute doch gar nicht, ob ich schon da gewesen bin oder ob ich noch komme.
Wenn ich aber nur an Ihrem Haus vorbeilaufe, wissen Sie, Sie kriegen heute keine Post mehr und brauchen da nicht mehr auf zu warten. Ja. Und wegen so Narrenkram läuft der verdrehte Kerl nun 10 Kilometer zu Fuß für nix und wieder nix. Ja, wart du mal auf den Brief und guck den ganzen Tag für nix und wieder nix nach dem Briefträger aus und weiß nicht, ob er noch kommt oder nicht. Kann Mensch bei Prägen klüderig bei werden. Ja. Und dann bin ich ja auch auf die Tour so eingerichtet. Ich will nicht, kann's heißen, nur zum Spektakel und Vergnügen hier in der Gegend rumlaufen. Und bei uns zu Hause guckt einen die Arbeit aus allen Ecken und Kanten an und nix wird fertig. Och, zeig doch mal her, was du noch zu bestellen hast. Das geht doch nicht. Das geht und kein Schritt machst du mir zu viel. Dafür sorg ich. Tja, Tobias Quartfasel, jetzt hat dich der Postminister beim Kram. Komm, Tobias, setz dich und trink erst mal eine Tasse Kaffee. Ja, hier ist auch eure Hamburger Zeitung. Was, ihr haltet hier eine Hamburger Zeitung? Ja, sonst wird unser einer doch gar nichts mehr von der Welt gewahr. So, Eilers ist schon nahe bei. Röben am selben Weg, Mainrenken gleich um die Ecke. Was ist das? Postkarte aus dem Schwarzwald an unseren Schulmeister von Lena Trüper. Sieh eine an! Die Näherche fährt in Schwarzwald und wir können auf unsere Kledage warten. Mal sehen, was sie schreibt. Nee, das geht doch nicht. Das geht. Das ist ein Postgeheimnis. Ach, was ist eine offene Postkarte? Kann jeder einlesen. Sehr geehrter Herr Lohmann, die herzlichsten Grüße aus dem herrlichen Schwarzwald sendet Ihnen Ihre Lena Trüper. Ihre Lena Trüper? Ob die mickrische Näherche glaubt, sie könnte sich den Schulmeister angeln? Schon zum Lachen. Was ist das denn? Nee, nix zu sehen. Sag mal, die ganze Post geht vorerst durch deine Zensur. Hm? Hygiene in Ehe und Familie. Herrn und Frau Anton Kofal. Die get erst 3 Wochen verheiratet und haben da schon mit die Hygiene. Tobias, nimm deine Tasche und mach, dass du einen Dreh kriegst, ja? So. Ja, und schön der Reihe nach. Kein Schritt zu viel. Am besten, du gehst gleich mit und nimmst ihn an die Leine, damit er nicht vom Weg abkommt. Willst du mich rausschmeißen? Der Notar kann jeden Augenblick kommen. Dann habe ich sowieso keine Zeit mehr für dich. Aber für Herrn Hogeback hast du natürlich noch Zeit. Ja, mit dem möchte ich noch gern was besprechen. Aber das geht dich nichts an. Notar? Hast du eben Notar gesagt? Ja. Ah, richtig. Da habe ich ja noch einen Eilbrief für euch. Eilbrief? Und das hast du jetzt? Ja, von Notar Fiesenfeld. Ich wäre schon um 10 mit dem Brief bei dir gewesen. Sieh mal, was dabei rauskommt, wenn ich mich nicht um kümmern kann. Ja, du geht mal. Das ist schon gut. Tobias, komm. Ach, Wiedersehen, Herr Hogeback. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen noch mal wieder. Ja, kann schon angehen. Ich bleib vielleicht noch einen Tag. Ne? Und vielen Dank, dass Sie mich vorhin in Ihrem Wagen mitgenommen haben. Ja, gern geschehen. Tschüss auch, Bertha. Ja. Komm, Tobias, wir sind hier über. Oh. Das hätte ja gerade noch gefehlt. Na, Bertha, keine guten Nachrichten? Hm? Nee, der Notar schreibt ab, kann morgen erst kommen. Ach, heute oder morgen, ist doch egal. Du kennst Opa Meiners nicht. Die ganzen Jahre, wo ich nur hier auf dem Hof bin, habe ich mich nur darum geplagt, dass ich den Alten endlich so weit kriegte, dass er Jochen den Hof überschreibt. Doch, ich habe nur bald keine Lust mehr dazu. Ach, Bertha. So eine Frau wie du gehört auch nicht auf den Bauernhof. Und dann musst du dich hier zu Schanden rackern. Als ich Jochen nahm, habe ich gleich an den Erbkruch gedacht. Und dass der wohl wieder in Gang zu bringen wäre. Der Alte hat ihn ja nicht ganz verkommen lassen, aber verludert ist er. Ach, und nun hat der Alte nichts mehr dagegen? Ha, er weiß ja nicht, was ich vorhabe. Und das darf er auch nicht wissen, bevor er Jochen nicht den Hof überschrieben hat. Und Jochen ist damit einverstanden? Jochen? Der wird gar nicht gefragt. Oh, du, hier müsste ich die Finger lang haben. Ich würde was draus machen. Eins auf Antik.
Der Anfang ist ja schon ganz großartig, aber nobler, besser muss das werden. Im Sommer natürlich mit Gartenwirtschaft. Guck mal, der Garten geht schon bis an den Wald ran. Ach, Bertha, ich sehe das alles lebendig vor mir. Ein Betrieb und du als schmucke Wirtin mitten. Ach, Bertha, du bist ja noch verdammt knusprig. Lass das, Opa Meiners kommt. Da, Opa Meiners. Na, Sie kennen mich wohl nicht mehr, ne? Das versteht er doch nicht. Ist das der Notar? Nein. Was ist das denn für einer? Das ist ein Viehhändler. Der ist wegen Ochsen da. Soll er den Ochsen in die kurzen Rippen fassen und nicht dir? Aber ich hab ihm fix was auf die Finger gehauen. Da hab ich nichts von gesehen. Dann kommt der Notar denn? Kommt morgen erst. Kommt morgen erst? Ja, dann kann ich die Papiere erst wieder wegschließen. Ossenkopf. Mit dem Stocktaubenknast plane ich mich nur all die Jahre ab. Ach, da ist ein Quäskopf, du. Das sieht ein Blinder von Weitem. Na, ewig wird er ja nicht leben. Geht das schon ab die 80 zu. Die Sorte ist zäh. Ohne Doktor stirbt der nicht. Einen Augenblick hin. Ja. Mit dir kann man doch mal vernünftig darüber sprechen. Ja, ich will dir gern raten. Du, ich verstehe was von den Sachen. Also, zunächst musst du den quarkfaserischen Grund und Boden, wo der Erdkrug drauf steht, in die Finger kriegen. Warum das denn? Der alberne Pachtpfennig kann mich doch nicht umhauen. Gib Lieschen doch die 100 Mark. Sie hat sie doch selber angeboten. Ja, wenn du meinst. Ja, wenn du das auf deinen Namen erst im Grundbuch stehen hast, kann dir keiner was. Ja, darauf wird Lieschen nicht eingehen. Mir gönnst du nix, wenn sie auch noch so zuckersüß um mich rumschlägt. Nee, nee, das muss schon auf Jochens Namen gehen. Und mit dem komme ich leicht klar. Ist aber besser, wenn du es auf deinen Namen hast. Dann hast du auch den Alten besser im Griff. Du, das Beste ist, du schaffst dir den Alten von Hals. Setz ihn aufs Altenteil, möglichst weit weg von hier. Ja, was ist denn nun schon wieder los? Was willst du? Der Bauer meint, wir können heute Nachmittag noch mit dem Grasmähen anfangen. Und nun wollte er gern wissen, ob wir zuerst auf dem Timpen anfangen sollen oder hinterm Saatkamp. Ja, hinterm Saatkamp, ist doch klar. Den Timpen kriegt ihr heute Nachmittag doch gar nicht mehr runter. Was ist los? Ob wir zuerst den großen Timpen oder die kleine Wiese hinter dem Saatkamp mähen sollen? Erst den Timpen, der säuft uns doch ab, wenn das wieder zu regnen anfängt. Ja, Opa, wird alles so gemacht, wie du das haben willst. Gut, dann mähen wir erst den Timpen. Unsinn! Erst die kleine Wiese hinterm Saatkamm. An Regen ist doch überhaupt nicht zu denken. Nur mach, dass du rauskommst. Ja, oder ist da noch was? Ja, dann müssen wir wohl den Braunen vor die Mähmaschine spannen. Nein, den Fuchs. Mit dem Braunen will ich nachher noch ins Dorf fahren. Der Fuchs ist mir noch nicht sicher genug vor der Maschine. Ist noch was? Ach, jetzt raus! Ich meine, wir sollten den Braunen vor die Mähmaschine spannen. Klar, nur den Braunen. Der Fuchs ist noch viel zu hiddelig. Ja, Opa, wird alles so gemacht, wie du das haben willst. Gut, dann nehmen wir den Braunen. Unsinn, ihr nehmt den Fuchs. Nur raus mit dir. Na, macht's bald. Hey, was hast du hier zu schnüffeln? Pardon, nichts für ungut. Du, das ist ja ein wunderlicher Wandschrank. Ja. Da hat Opa sich einen Geheimschrank bauen lassen. Das war sein Geldschrank, nicht? Ja, uns lässt er da ja nicht reingucken. Aber zur Sparkasse bringt er nichts mehr. Und irgendwo muss er mit der Pacht ja ableiben, die er von uns kriegt. Das, ihr bezahlt doch nur Pacht. Ah, und nicht so knapp. Opa, der schenkt uns nichts. Ach, darum, das lässt du dir gefallen. Opa, komm, ja, ruh dich noch ein bisschen aus. Ja, heute um deinen Mittagsschlaf richtig betrogen worden. Ja, die alte Advokatengeschichte hat mich ganz durcheinander gebracht. Ja, ja, nun sitzt du ja erst mal wieder. Nicht so? Soll ich dir die neue Zeitung bringen? Da guckst du doch immer ganz gern mal rein. So. Ich hab Durst. Willst du eine Tasse Kaffee? Nee, Milch. Gut, ich hol dir eine schöne Tasse Milch. Die trink du, Mann. Haben wir den Alten bloß gewähren lassen. Ja, ich wird auch allerhöchste Zeit für mich. Ich muss ja auch weiter, nicht? Ja, ich wollte doch die Sache mit dem Krug noch gern mit dir besprechen. Ja, da kannst du dich ganz auf mich verlassen. Ihr seid noch nicht zum Mähen? Nee, sie wollen noch gern was zu trinken mithaben. Ist ja so schwül heute. Ja, nimm eine Kanne Buttermilch mit. Die löscht am besten den Durst. Mhm. Und dann räum noch eben den Tisch ab. Ja, ist gut. Wer ist das denn? Ja, Opas Enkelin, nicht? Nun komm mal, ja? Komm.
Kennst du den dicken Kerl, der hier mit deiner Tante Bertha rausging? Nee. Das ist keine reine Sache mit den beiden. Die haben was vor. Höchste Zeit, dass Opa hellhörig wird. Hier, du musst ihm das heute noch beibiegen. Auf dich hört er. Brauchst es ja bloß gegen sein Altes zu vertauschen. Das merkt er doch. Wieso? Sieht doch genauso aus wie sein Altes. Na, dies ist aber viel schwerer. Und ich glaube auch nicht an Wunder. Herrje, wie oft soll ich dir das denn noch auseinandersetzen? Mein Bruder, du weißt doch, dass er in der Stadt im Radiogeschäft ist. Der hat in dieses Hörrohr einen elektrischen Hörapparat eingebaut. Damit kann Opa so fein hören, als wenn er Mäuseohren hätte. Wenn du das fertig bringst, dass Opa dies Hörrohr nimmt, dann kriegt er hier so viel Gewahr, dass ihm nicht nur die Ohren, dass ihm auch die Augen übergehen. Da wird Tante Bertha doch bald hinterkommen. Ja, das darf sie eben nicht. Na, Opa verschweigt das doch nicht, wenn er wieder hören kann. Wenn du ihn bloß auf den richtigen Trichter bringst, dann sagt er schon nichts. Der weiß ganz genau, was er will. Ich weiß nicht, Bernd. So ein hinterhältiger Kram will mir gar nicht passen. Lass uns lieber weggehen vom Hof. Du weißt, was die vorhaben. Die wollen Opa vom Hof bringen. Ist das wirklich wahr? So gewiss, wie ich hier stehe. Also gut. Dann gib her. Ich will's versuchen. So, nu schnell raus mit dir. Ja. Mach's gut. Hörst du mich, Opa? Ich spreche ganz leise mit dir. Kannst du mich verstehen? Hörst du mich, Opa? Was willst du denn? Ich muss dir was erzählen. Willst du mir nicht einen Augenblick zuhören? So red doch. Mit dem neuen Hörrohr kannst du doch gut hören, nicht? Alles ganz genau. Das habe ich dir mitgebracht. Aber nun musst du das auch immer schön gebrauchen. Lieb von dir. Was, du bist das? Willst du mich wieder ärgern? Nicht böse sein, Opa. Guck mal, neues Hörrohr. Und? Ja. Was ist denn das? Ich höre ja die Glocken schlagen. Ja. Das habe ich schon 10 Jahre nicht mehr gehört. Ja, das kannst du jetzt alles wieder hören mit dem neuen Hörrohr. Wie ist das bloß möglich? Na, sowas, wie kann das bloß angehen? Oh, okay. Krete da nicht eben an! Ja, du kannst sogar das Ticken von der Uhr wieder hören, Opa. Tick-Tack, Tick-Tack. Da war noch ein Hahn. Mal sehen, was es noch draußen zu hören gibt. Sogar das Gackern von den Hühnern kann ich hören. Nee, wie ist das bloß möglich? Wie kann das bloß angehen? Ja, Opa, das kannst du jetzt alles wieder hören. Ja, du kannst ich wieder hören. Alles kann ich wieder hören. Oh, das muss ich sofort Jochen und Bertha erzählen. Oh, werden die sich freuen. Jochen! Opa! Bertha! Opa! Opa! Jetzt ist das schon wieder alles verloren. Das alles umsonst. Jochen! Ja, was hast denn schon wieder zu heulen? Wo ist Opa denn? Konntest den alten Mann nicht schlafen lassen? Ach, mucksche Göre. Sag Jochen Bescheid, er könnte den Braun anspannen. Ich fahre nachher mit dem Auto ins Dorf. Ja, ist gut. Ja, ja, ein Augenblick, meine Handtasche. So. Jochen! Bertha! Herrje, was will der Bertha. Alte denn schon wieder? Ja, ja, Opa, ich weiß. Die Lehren hat dich wieder geärgert. Ja, warum schreist du denn so? Ah, sonst hörst du doch nichts, Oller Dösbaddel. Ja, ich wollte dir. Na, nun beruhige dich, mein Opa. Ich wollte doch bloß. Ja, 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 ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, Opa. Ja, darüber können wir nachher sprechen. Komm, setz dich mal hier schön wieder in deinen Stuhl, nicht? Nee, ich will doch. Ach, sammel dich tot, du alter verdrehter Nussknacker! Was war das eben? Was hat sie gesagt? Sabbel dich tot, alter verdrehter Nussknacker? Und sagte sie vorher nicht, Olla Dösbaddel? Oh, warte. Meine liebe Schwiegertochter, mir geht ein Licht auf. Was für ein Glück, dass ich noch nichts verraten habe.
nix. Nur das andere. Oh, wunderbar, großartig. Wie kann das bloß angehen? Nur das andere wieder. Alles aus. Alles aus. Son alles verdammte Schiedings. Aber was für ein Glück, dass man den beiden das von außen nicht ansehen kann, was da drin steckt. Famos, du gehst mir nichts mehr durch die Wicken. Oh. Ah, der Alte denn noch nicht zur Ruhe gekommen. Na, der wird heute wieder schön meckerig sein. Opa, willst du denn heute Nachmittag gar nicht schlafen? Schlafen? Nee, will ich nicht. Du solltest mal noch ein bisschen ruhen, damit du munter bist, wenn der Notar nachher kommt. Ich bin auch so munter. Die Dern soll kommen, die Elke. Willst du nicht noch eine Viertelstunde die Augen zumachen? Ist doch besser für dich, Opa. Die Dern soll kommen, kannst du nicht hören? Oh, der ist ja wunderbar quäsig heute wieder. Das kann ja noch gut werden. Opa! Opa, ich mein's doch nur gut mit dir. Schlaf doch noch ein bisschen. Ruf mir die Dern her, oder muss ich sie selber holen? Nee, nee, ich lauf ja schon. Och, alter, halsstarriger Querkopf. Alter, halsstarriger Querkopf. Das hättest du bestimmt nicht gesagt, wenn du wüsstest, wie hellhörig ich nur bin. Oh, die Dern kommen. Jo, du musst das alte Hörrohr noch mal herhalten. Soll ich was, Opa? Hast du was gesagt? Muss lauter sprechen. Ja, aber Opa, hast du denn nicht das neue Hörrohr? Wie? Was? Oh nee, jetzt hat er wieder das alte Schiedings. Warum nimmst du denn nicht das neue, gute Hörrohr? Och, das ist doch bloß Namentanterei. Hab ich mir gleich gedacht, dass das nicht lange hält. Dann geht das schon nicht mehr? Nee. Zeig doch mal her, vielleicht lässt sich das reparieren. Nee, geht nicht, das ist weg. Das hat Tante Bertha schon in die Jauchekuhle geschmissen. So, Tante Bertha. Na, dann kann ich mir den Rest ja schon denken. Du sag mal, wie bist du denn dabei gekommen bei dem dummerhaftigen Spielzeug? Das war kein Spielzeug! Wo hast du das denn her? Ich meine, wer hat dich damit angeschmiert? Das hat Bernd mir gegeben. So, Bernd. Steckt der also auch mit dahinter? Schön. Ja, und dann sagt Bernd, er soll sich um seine Arbeit kümmern und nicht hinter so einen Nahenkram herlaufen. Ja, ist gut. War ja doch alles umsonst. Opa, ich bitte dich, lass dich nachher nicht einwickeln, wenn der Notar kommt. Guck dir genau an, was du unterschreibst. Willst du mir gute Ratschläge geben, du Küken? Nur mach, dass du rauskommst. Ich will da ein bisschen schlafen. Ja, ist gut. Und sag Bernd, er soll solche fiesen Matenten nicht wieder machen. Du glauben die auch, dass ich wieder so taub bin wie vorher? Ach, ist der alte Nieselprim doch endlich eingeschlafen. Wann kommt der Notar denn? So gegen vier wollte er hier sein. Das ist ja noch eine ganze Stunde hin. Den kann ich ja wohl noch eben in Lamm schlachten. Nee, du bleibst hier, damit du zur Hand bist, wenn der Notar nachher kommt. Was du meinst, Bertha. Und das sag ich dir, dass du mir nicht dagegen anmeckerst, was ich auch sage. Jahrelang bin ich dem Alten um Bart gegangen, hab ihn gehecht und gepflegt wie ein Wickelkind. Was habe ich mir nicht alles gefallen lassen, nur dass du hier endlich Herr auf dem Hof wirst. Mach mir das nicht wieder zu Schanden, hörst du? Ja, ich richte mich ganz nach dir, Bertha. So wie du das vorhast, ist das richtig. Wenn du das mal einsiehst. Allein jetzt, dass dein Lebtag nicht klar gekriegt. So, nun komm. Wollen den Alten noch eine Viertelstunde schlafen lassen, damit er nachher bloß gnädig ist. Was du meinst, Bertha. Lass dich noch wundern, liebe Schwiegertochter, wie ungnädig das alte Wickelkind noch werden kann. Das kannst du mir schon glauben, ich hab das selbst gesehen. Ach, Elke, das kann doch nicht wahr sein. Ja, er schläft, komm mal rein. Ich kann das gar nicht glauben, dass das alles umsonst gewesen sein soll. Er nimmt aber nur noch das alte, kannst dich ja selbst überzeugen. Ja, du hast recht, das ist das alte.
Wo mag er denn bloß das Neue gelassen haben? Das hat Tante Bertha in die Jauchekuhle geschmissen, sagt er. Ja, Opa darf eben nicht hören können, damit er nicht hinter ihre Schliche kommt. Wenn er ihr das doch bloß in seiner Freude nicht gleich verraten hätte. Naja, daran ist ja nun nichts mehr zu ändern. Wir dürfen ihn nun nicht im Stich lassen. Bernd, wenn du mich lieb hast, dann hilfst du mir. Aber Elke, ich hab dich doch lieb. Ah, der Kerl mit dem dicken Auto ist schon wieder da. Komm bloß schnell raus hier. So, so, die beiden haben sich lieb. Ja, du aber erstmal weg mit dem dummerhaftigen Schiedings. Ja, oh, oh, da kann mir keiner beigehen. Bertha, du hast ja gar keine Ahnung, was aus dem Krug einzumachen ist. Ja, ich könnte dir einen genauen Plan machen. Ein richtiges Etablissement müssen wir machen. Opa! Opa, ich dachte, du schläfst noch. Ich muss doch die Papiere zusammensuchen, wenn der Notar kommt. Sie haben sich da ja ein richtiges Banksafe angelegt. Wen hast du, Leif? Ach, das versteht er doch nicht. Ja, Opa, komm. Komm, setz dich noch ein bisschen hin. Mach dir's schön bequem. So, die Decke lege ich dir noch schön zurecht. Und dann kannst du das ganz kommodisch abwarten, bis der Notar nachher kommt. Und dann wollen wir die Sache schon ins Reine bringen. Soll alles so gemacht werden, wie du das haben willst, Opa. So, und nun hole ich dir erst noch mal eine schöne Tasse Kaffee. Sollst mal sehen, bring dich wieder auf die Beine. Ja, setz dich so lange. Wir wollen auch gleich eine Tasse mittrinken. Dabei lässt sich dann alles am besten bereden. Tut, tut! Bertha, ob der Alte nicht doch mitkriegt, was wir hier verhackstücken? Was man ihm nicht lauthals in das Tutrohr reinbrüllt, kriegt er nicht mit. Ja, aber hat das alte Tutrohr dauernd am Ohr? Ja, das hat er so an sich, aber mitkriegen tut er nichts. Der wäre auch schön an die Decke gegangen, wenn er einmal mitgekriegt hätte, was hier schon so alles über ihn geredet worden ist. Ja, Tauben sind schon meist auch ein bisschen dusselig. Ja! Wenn er nicht so dusselig wäre, wäre er schon längst gestorben. Ja. So, Opa, hier ist dein Kaffee. Hab auch eine Bohne mehr reingetan. Sollst mal sehen, bringt dich wieder in Schwung. Ja, stell da mal hin und mach nicht da so viel Pferdefatz rum. Ach, dem alten Stinker kann man auch nichts recht machen. Der Alte muss raus aus dem Haus. Du, das solltest du im Vertrag gleich mit aufnehmen. Bei dem, was ich hier alles vorhabe, können wir den alten Knacker nicht gebrauchen. In solchen exklusiven Etablissement passt so ein oller Nieselprim nicht rein. Ja, du machst mich ja richtig gespannt. Aber das sag ich dir gleich. Solide muss das bleiben. Zu viel kann ich mir nicht auf den Hals laufen. Ach, lass dir das erstmal erklären, dann sagst du gar nichts mehr. Also, die Landwirtschaft müsst ihr natürlich aufgeben, nicht? So Stücke 3 bis 4 Kühe könnt ihr behalten. Milchbar wird das ganz exklusiv eingerichtet. Alles auf modern. So, lüttenette Derns mit kleinen Spitzenhäubchen müssen da servieren. Ach du, das kann gar nicht vornehm genug sein. Du solltest mal mein Etablissement in Hamburg sehen, du. Das bringt Geld, das scheffelt man so. Ja, aber wie sollen denn für solchen Betrieb hier die Gäste herkommen? Ja, die schick ich dir her. Was meinst du, wenn ich erst mal Reklame mach? Leute mit Geld musst du ins Haus ziehen, sonst kannst du nichts verdienen. Ja, was mache ich mit dem vielen Land? Wird verpachtet, bis auf die paar Morgen, die wir für die Meierei brauchen. Ja, wo soll ich denn bloß das Geld dafür herkriegen? Na ja, das ist bei euch doch kein Problem. Der Hof ist doch schuldenfrei. Kannst du überall Kredit draufkriegen. Ja, und was mache ich in solchem Betrieb mit Jochen? Na, der versorgt die Kühe in der Meierei. Ja, und der Alte hier? Den steckst du ins Altersheim. Satan, so ein Arsch! Opa, was hast du denn? Ist was mit dir? So ein Arsch von Fliege. Die ärgert einen, ne? Wenn's weiter nix ist. Du, ich dachte schon, der meint mich. Was der alte Stenker da zurechtquakt, darauf darfst du gar nichts geben. Nein. Oh, da kommt ja Lieschen Quartfase. Was? Und ihren Tobias bringt sie diesmal auch mit? Sonst hat sie ihren Pachtpfennig doch immer alleine abgefressen. Aber der Kaffee. Der Kaffee ist rein zu gut für sie. Da kann gut und gerne noch einen gehörigen Schuss Wasser zu. Nee, bloß nicht. Du wirst dir doch heute den Grund und Boden abluchsen, ne? Da musst du sie behandeln wie ein rohes Ei. Ja, da machst du recht haben. Tag auf, Lieschen!
heftig auf dich gewartet. Oh. Nicht wahr, Arnold? Ja, ihr habt uns richtig gefehlt. Tobias, was sagst du nun? Ja, guck einer an. Tobias ist auch da. Das ist aber mal nett. Ja, erst wollte er gar nicht mit, meinte, das wäre Bettelei hier jedes Jahr wegen dem Pachtpfennig herzulaufen. Aber im Gegenteil, steht euch doch zu. War überhaupt Unrecht von dir, Tobias, dass du in all den Jahren nicht immer eben mitgekommen bist. Ich wollte euch nicht auch noch zur Last fallen. Oh. Er ist ja so bescheiden, ne? Sonst hätte er es bei der Post ja auch schon weitergebracht. Hat ja immer Angst, dass er seine Kollegen kränkt, wenn er mal befördert wird. Ja! Am Ende entschuldigt er sich, dass überhaupt geboren ist. Komm, ich hole euch noch mal einen schönen, frischen Kaffee. Extra gut soll's denn diesmal kriegen. Tag, Opa Meiners. Ach, der ist ja doof. Hm. Opa, na, wie geht's? Kannst das noch so gut ab? Essen, trinken und nichts tun, das ist alles, was ich kann. Da kannst beibleiben, kannst bei alt werden. Ja, wer lange lebt, wird alt. Und wer lange auf dem Stein sitzt, dem wird der Wurst kalt. Opa ist ja bannig vergnügt heute. Davon haben wir noch nichts gemerkt. Oh, aber er macht doch noch seine Witze. Ja, nun langt auch tüchtig zu. Kuchen habe ich selbst gebacken, ist nur gute Butter drin. Und der Kaffee ist ja diesmal gut, hast ja nicht an Bohnen gespart, Bertha. Du meintest gestern ja, der Kaffee wäre zu dünn bei mir. Das wollte ich mir doch nicht gern nochmal nachsagen lassen. Naja, bei solch guten Kaffee wirst du, Bertha, wohl nicht nochmal das Angebot machen, das Krugland für 100 Mark zu verkaufen. Doch, doch, die 100 Mark kämen ja gerade gut zu passen. Ja, aber 100 Mark ist doch ein bisschen reichlich. Na, ich meine, für euch hat das Kuchland ja praktisch gar keinen Wert. Nee, 100 Mark. Unter dem tun wir das nicht. Nicht, Tobias? Der Name Quartfasel muss im Grundbuch stehen bleiben. So hat das mein Großvater, Amandus Tobias Quartfasel, das gewollt. Aus dem Handel kann also nichts werden. Tobias, willst du mir Knüppel zwischen die Beine schmeißen? Was mein Großvater, Amandus Tobias Quartfasel war, der... Der war ein alter Quatschkopf. Sonst hätte er sich so einen verdrehten Kram gar nicht erst ausbedungen. Das Land ist verkauft für 100 Mark und damit passt er. Na ja, wenn dir denn so viel daran liegt und wenn Tobias einverstanden ist. Tobias ist einverstanden. Also, rechtens ist das eigentlich nicht. Aber ich will keinen Streit, also macht doch, was ihr wollt. Dann sind wir uns ja einig. Ja, dann können wir das ja nachher gleich zu Papier bringen, wenn der Notar kommt. Was hast du bloß vor mit dem Kuh? Macht einen ja richtig neugierig. Bertha, wollen wir das schon verraten? Vor mir braucht ihr doch keine Geheimnisse haben. Na, warum sollst du das auch nicht wissen? Und dann werde ich doch meiner besten Freundin sowas nicht verschweigen. Bertha, dies Wort vergesse ich dir nie. Na ja, dann ist das Beste wohl, ihr kommt mit. Ich zeige euch das an Ort und Stelle, sonst begreift ihr das ja doch. Oh, macht einen ja richtig gespannt. Ja. Komm, Bertha. Ach, da kommt Jochen ja auch gerade. Der muss ja auch wissen, was wir mit seinem Hoffrau vorhaben. Ja, das sage ich ihm nachher unter vier Augen. Das ist besser. Aber Tobias kann ihm eben klar machen, was wir wegen dem Kuchland abgemacht haben. Die beiden Mannsleute müssen das nachher ja sowieso unterschreiben. Ja, ihr dürft unterschreiben, was wir abgemacht haben. Kommen Sie, Herr Hogeland. Und wenn der Notar kommt, dann sagst du mir sofort Bescheid, Jochen, hörst du? Aber das hat ja noch eine gute halbe Stunde Zeit. Hast du nicht eine Tasse Kaffee für mich? Ja, die Kanne steht da auf dem Tisch. Und gieß noch einen Schuss heißes Wasser zu, sonst ist er zu stark für dich. Und nimm meine Tasse, sonst muss ich nachher so viel abwaschen. Was du meinst, Bertha. Tobias. Jochen. Man, gut, dass sie raus sind. Wer? Die Frauensleute.
Ist ein Kreuz. Meinst du, dass das wirklich so kommt? Was? Das mit der Gleichberechtigung. Wäre ein Segen, wenn das käme. Wieso? Dann hätten wir doch auch mal was zu sagen. Aber unterschreiben müssen wir. Tja, das ist Männersache. Was soll ich denn unterschreiben? Tja, wie soll ich dir das nur verklopfen? Also, was mein Großvater, Amandus Tobias Quartfasel war, der... Ist doch tot. Ja, aber der steht noch im Grundbuch. Da steht er gut. Da soll er nur aber raus. Wer sagt das? Die Frauensleute. Tja, dann muss das da so hin. Da bin ich aber gegen. Da bin ich auch gegen. Aber das nützt uns nichts. Das ist aber Männersache. Wer sagt das? Die Frauensleute. Ja, dann muss das da so hin. Da bin ich aber doch gegen. Tja, was machen wir denn? Tja, was machen wir denn? Da! Opa! Schnapp! Prost! Prost, Prost! Aber die Frauensleute. Ja, Lieschen. Und Bertha. Schnaps ist Männersache. Prost! Ist das? Prost! Lecker. Lange nicht gehabt. Seid ihr euch nur einig? Ja. Auch wegen dem Kruchland? Ja. Ja, der Mann, Prost. Prost! Und wer kriegt das Kruchland? Jochen. Dummes Zeug. Wer soll das denn kriegen? Ich. Du? Na klar, das Kruchland gehört doch von rechts wegen zu meiners Hof. Und der gehört mir. Aber den wolltest du mir doch heute noch überschreiben. Darum ja eben. Wenn das Kruchland mit dazugehört, kriegst das doch von selbst mit. Da hat Opa recht. Da wäre ich nicht aufgekommen. Tja, da können wir einen aufnehmen, ne? Prost. Könnt ihr ab! Prost! Und die Frauensleute? Ja, haben die nicht gesagt, das ist Männersache? Das hast du gehört? Das habt ihr mir doch erzählt, ne? Ja, 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 das hat Opa uns denn doch wohl so erzählt, ja. Ja, dann muss das da so hin. Ja, dann sind wir uns ja einig, ne? Prost! Sind wir! Prost!
Aber Bertha... Ach, Bertha, Bertha, die kann immer im Mondschein begegnen. Ich? Du hast Angst. Ich? Zum Teufel mit den Weibern. Wir sind die Kerls. Wir machen, was wir wollen. Opa, schenk ein. Ja, los, du. Schenk doch ein. Nini, nu ist genug. Ey, ey, ey. Opa, wir sind die Kerls. Guten Tag. 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 Herr Fiesenfeld. Ich bin doch hier recht auf Meiners Hof. Ja, das hat alles seine Richtigkeit. Ah, dann sind Sie Opa Meiners. Ja, das bin ich. Schönen guten Tag. Ich darf doch wohl sitzen bleiben, ne? Bitte, Opa Meiners. Ja, wir möchten gern so einen kleinen Kaufvertrag abschließen. Kaufvertrag? Ich ja. dachte, es sollte nee, um was anderes gehen. Nee, nee, das hat man Ihnen denn wohl verkehrt bestellt, ne? Ah, schön. Dann sind die Herren also alle da. Sind sie? Das ist mein Sohn Jochen. Ah, schönen guten Tag, Herr Meiners. Tag. Ah, das ist auch Herr Quarfiesel. Hase. Ja, wir kennen uns ja schon. Herr Notar. Notar? Ach, dann sind Sie schon da! Wie Sie sehen, Herr Meiners, ich bin mit dem Bus gekommen. Und wenn wir uns etwas beeilen, dann kann ich den nächsten Bus noch zurückfahren. Ja, dann kann ich ja wohl gerade noch Bertha Bescheid sagen. Hier bleibst du. Aber sie hat das doch gesagt. Das ist Männersache, geht die Frauensleute nichts an. Jawohl, das ist Männersache. Los, ab in meine Kammer. Was du meinst, Opa. Herr Notar, sind Sie so gut und gehen auch schon rein. Ich komme sofort hinterher. Ja, Opa Meiners. Die Papiere haben Sie doch alle beieinander. Sind alle beieinander. Elke, komm mal schnell rein. Ja, Opa. Soll ich was? Du sag mal, ist der Notar noch gar nicht gekommen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist aber schön. Ja, und wo sind die anderen? Tante Bertha und die? Ja. Die sind zum Heuerhaus. Soll ich sie rufen? Nee, die lass bloß da, wo sie sind. Nee. Wenn der Notar nachher kommt, soll ich dir denn Bescheid sagen? Oder soll ich denn Tante Bertha rufen? Nee, nee, keins von beiden. Ich pass schon selber auf, ne? Du geh mal wieder an deine Arbeit, ne? Na, dann kann Opas Beerdigung ja losgehen. Bernd, was redest du denn da? Der Notar ist doch eben gekommen. Nee, der ist noch nicht da. Opa hat gerade nach ihm gefragt. Das stieg aber eben aus dem Bus, als ich beim Schmied war. Der Notar kommt doch nicht mit dem Bus, der hat doch selbst ein Auto. Na, ich kenne doch Notar Fiesenfeld. Und ich sagte, der ist vor 10 Minuten beim Schmied an der Ecke aus dem Bus gestiegen. Dann ist er wohl noch erst woanders hingegangen. Tja, ist er denn ja wohl. Jo. Ich hab Durst. Hast du nicht einen Tropfen zu trinken für mich? Ja, ist noch Kaffee da. Bitte. Eine schöne Plörre ist das. Naja, Wasser hilft ja auch gegen Durst. Und Herzklopfen kriegst du auch nicht davon. Das habe ich auch so. Oh, du bist doch wohl nicht etwa krank. Bei dir habe ich immer Herzklopfen. Dann rück mir nur nicht zu dicht auf die Pelle. Im Gegenteil. Wenn es besser werden soll, dann muss man das so machen. Und? Wird's nun besser? Klein bisschen schon. Oh, ganz klein bisschen nur. Und nun? Ja, nun hat mich der richtige Doktor in der Mache. Die Medizin ist gut. Gib mir mal gleich noch einen Löffel voll. Aber das hat doch geholfen. Ja, aber tüchtig. Dann musst du mir jetzt aber auch helfen. Ja, aber gern. Nee, nicht so. Ich hab ja kein Herzklopfen. Und das machst du noch sagen. Bei Opa sollst du mir helfen. Ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Wenn man bloß dahinter kommen könnte, was die Däubel vorhaben. Du, weißt du was? Ich finde beim Heuerhaus wohl noch was zu tun. Vielleicht kann ich da was aufschnappen. Ja, tu das.
Wenn Opa nicht hören kann, dann müssen wir die Ohren umso besser aufsperren. Ja. Hey. Ah. Tschüss. Tschüss. Keiner da? Das passt schon großartig. Das muss ich mir doch mal anziehen. Was machen Sie denn da? Ich habe hier bloß meine Autoschlüssel verloren. Haben Sie sie nicht gefunden? Nee, auf dem Tisch lagen sie nicht. Den habe ich gerade abgeräumt. Na, vielleicht sind Sie runtergefallen? Ja. Na, du wirst mir suchen, Dave. Das lassen Sie nach. Ja. Ah, da sind Sie hier. Da haben hier neben dem Tischbein. Na, dann ist es ja gut. Och, nicht böse sein, mein Dear. Ich lass mich nicht von jedem anfassen. Na, recht haben Sie. Es gibt ja zu viele schlechte Menschen, besonders in der Großstadt. Ich weiß. Ich bin ja in Hamburg groß geworden. Was ist denn aus Hamburg? Und dann halten Sie das aus in dieser Walachei? Wollen Sie nicht mal wieder mit hin? Ich nehme Sie ganz gerne mal mit in meinen Wagen, wenn Sie mögen. Morgen schon. Wie gern wäre ich mal wieder in Hamburg. Meine ganzen Schulfreundinnen sind ja da. Aber es geht nicht. Tante Bertha lässt mich doch nicht laufen. Oh, das kriege ich mit Ihrer Tante Bertha leicht klar. Die schlägt mir nichts ab. Nee, da wird ja doch nichts von. Da wird ganz bestimmt was von. Nee, da will ich noch nichts mehr von hören. Morgen früh fahren wir beide nach Hamburg. Oh, ist das ein schnuckliger Grashüpfer. Das ist ein Telef mit Lakritzen, ist das. Hey, was hast du da zu suchen? Ich hab hier bloß meine Autoschlüssel verloren, weiter nicht. So, ich meine, du hast hier überhaupt nichts verloren. Das ist noch nicht ganz raus. Nee, Mann, raus hier. Tschüss, Opa Meiners. Ja, tschüss. Ich will mich nicht mehr lange aufhalten, nicht wahr? Vielleicht kriege ich den Bus noch zurück. Schön. Die Abschriften vom Vertrag schicke ich Ihnen in den nächsten Tagen zu, ja? Ja, fein. Tschüss, Opa Meiners. Tschüss, Herr Notar. Ja, Notar? War das eben der Notar? Ja, hip, hip, hurra! Ja. Ob das der Notar war zum Donnerwetter? Hast ganz recht, wir kriegen Anna Wetter. Notar, mein ich. War das der Advokat? Ja, du bist überhaupt nicht auf Draht. Arnold, wo bleibst du denn? Du kommst ja gar nicht wieder. Ich glaube, der Notar war schon hier. Notar kann ja nicht angehen. Hätten wir Jochen doch sofort Bescheid gesagt. Wir sind die Kerl. Jochen, du bist ja betrunken. Auf so einem Vertrag muss man noch einen nehmen. Ist das nicht so, Tobias? Na klar. Vertrag? War der Notar denn schon da? Düsige Frage. Und wo ist der Notar jetzt? Nee. Die sind ja bis oben hin voll. Das hat doch gar keinen Zweck. Opa, was ist hier passiert? Nix, ist alles in bester Ordnung. Ja, warum hast du den Notar laufen lassen? Ich konnte ihn doch nicht anbinden. Jochen, was für einen Vertrag habt ihr gemacht? Genau so, wie du das wolltest. Tobias! Hast du das Kruchland verkauft? Genau so, wie du das wolltest. So, ist das also in Lot? Und dass Opa den Hof auf deinen Namen schreiben wollte, daran habt ihr wohl gar nicht gedacht. Da sind wir gar nicht zugekommen. Warum hast du den Notar bloß vorher laufen lassen? Ja, sonst hätte er doch den Bus nicht mehr gekriegt. Sein Auto auch nicht gehört. Na, dann fährt er ja mit dem Bus auch wieder weg. Ja. Können wir ihn vielleicht noch abfangen? Komm, Lieschen! Junge, 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 Junge. Da muss man aber verdammt aufpassen, dass man die Finger nicht dazwischen kriegt. So, dreh doch mal wieder spannen. Mega schwer. So, ganz vorsichtig da rein. So.
Ach, nun krabbelt der Alte da schon wieder rum. Opa, was suchst du da denn? Ich suche einen Autoschlüssel. Autoschlüssel? Ja, ab und an findet man hier einen. Nun wird der alte Knatterbock auch noch blöd im Kopf. Opa, das tut dir gar nicht gut, wenn du deinen Mittagsschlaf nicht kriegst. Siehst schon richtig elend aus. Oh. Ja, so ist richtig. Setz dich noch schön hin. Die Decke lege ich dir noch schön um. Und dann schläfst du noch eine Weile. Schlafen? Nee, schlafen will ich nicht. Warum willst du denn nicht schlafen? Hast doch immer noch getan. Wer schläft, verpasst viel. Ach, Opa! Was hast du denn noch zu verpassen? Kannst du in Schlaf hören? Er wird wirklich wunderlich. Na, dann wird's aber allerhöchste Zeit, dass wir die Sache endlich ins Reine bringen. Tja, Opa, du musst ja selbst wissen, was du willst. Da will ich dir auch gar nicht reinreden. Richt dir's mal so ein, wie es für dich am besten auskommt. Das tue ich auch. Da kannst dich auch verlassen. Ja, Opa, was ich noch sagen wollte, wir haben den Notar noch mal bestellt. Den Notar? Warum das denn? Ach, Opa, das mit dem Hof, das ist doch noch nicht in Ordnung, oder? Willst du nun vielleicht nicht mehr? Ach doch, lass ihn meinetwegen mal kommen, ne? Ach, Gott sei Dank, dann ist er da ja noch nicht ganz von abgekommen. Ja, Opa, wir setzen das auch alles so auf, wie du das haben willst. Du kriegst auch nachher dasselbe Geld wie jetzt mit der Pacht. Dir geht auch nachher nix ab. Dafür steh ich ein. Ja, schon gut. Das werden wir dann ja sehen, ne? Tag, Bertha. Hab leider gar keine Zeit. Ich muss heute nach Hamburg. Hab ein Telegramm bekommen. Arnold, wo kommst du denn auf einmal her? Hab ja dein Auto gar nicht gehört. Ja, ich bin zu Fuß gekommen. Mein Auto ist in der Werkstatt. Der Monteur bringt's näher rüber. Heute willst du schon fahren, sagst du? Ja. Ist aber schade. Ich dachte, ich könnte morgen mit dir mitfahren. Was? Du willst mit mir mitfahren nach Hamburg? Ja. Ich wollte doch dort das Inventar für den Krug einkaufen. Ja, und du wolltest mir doch dabei helfen. Ja. Das Geld habe ich darum heute Morgen schon von der Sparkasse abgehoben. So, du hast schon Geld abgehoben. Mhm. Hattest du denn Geld auf der Sparkasse? Ein paar tausend Mark. Die wollte ich nur erst mal ins Geschäft stecken. Ja, wolltest du denn heute schon mitfahren nach Hamburg? Ja, das kann ich ja nun nicht. Der Notar will ja heute Nachmittag kommen. Ach ja, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ach, das ist aber nur Jammer. Schade, dass du nun nicht mitfahren kannst. Ja, ich kann ja morgen mit der Bahn nachkommen. Ja, wenn du da mal nicht zu spät kommst. Ja, wieso denn zu spät? Ja, morgen früh Glock 8 wird allerhand Wirtschaftskram verkauft. Zwangsversteigerung fürs nächste. Das wäre sicher billig zu kriegen, aber so früh kannst du wohl nicht da sein. Nee, also vor Mittag auf keinen Fall. Ja, das ist sicher das Beste schon weg. Und das wäre gerade so billig zu kriegen, das wäre gerade so eine günstige Gelegenheit. Ja, sag mal, und bei dem Vertrag heute Nachmittag kannst du mir auch nicht beistehen. Nee, so lange kann ich leider nicht warten. Aber ich hab dir das alles so ein bisschen aufgesetzt, wenn du das so machst, dann hast du eins fest im Griff. Aha. Ja, so ist das richtig. Wunderbar. Genau so müssen wir das machen. Also, das hast du ja aufgesetzt. Wie sonst zu dir, der Advokat? Oh. Ja, bloß das Letzte. Also, darauf wird Opa nicht eingehen. Na, wenn du ihn erst fragst, nee, das darf er gar nicht kapieren. Das muss so mit durchlaufen wie Schweinsknödel und Pflaumen. Ja, ich weiß nicht recht. Ist mir denn doch ein bisschen zu hart, ihn so einfach batz vor die Tür zu setzen. Ja, wenn du halben Kram machen willst, wird das nie was. Mach doch endlich klar Schiff. Ja, recht hast du ja. Ach, ich hab's auch satt. Naja, ja. Ich will's wenigstens versuchen, nicht? Ja. Oh, da kommt ja Lieschen Quartfasel schon wieder. Ja, die hat uns gerade noch gefehlt. Na, die will ich schön rauspüstern. Tag, Bertha. Wollt schon vorbeigehen, da habe ich mir gedacht, das kannst du Bertha einfach nicht antun. Wenn die erfährt, dass ich einfach an ihrem Haus vorbeigegangen bin, dann nimmt sie mir das vielleicht übel. Hogeback wieder. Tag, Herr Hogeback. Tag. Komm euch wohl ungelegen, was? Sie merken aber auch eins. So. So ist das.
Und gestern hast du noch gesagt, ich bin deine beste Freundin und ich kann gar nicht oft genug kommen. Ach so, wörtlich darfst du das nicht nehmen. So? Dann hast du das gar nicht so gemeint? Und dass ich jeden Tag gern auf eine Tasse Kaffee reinkommen kann? Und dass du dich freuen würdest, wenn ich nur recht oft komme? War das alles Lügen, was? Ach, ab nächste Woche kannst du hier gern jeden Tag deine Tasse Kaffee und auch Kuchen kriegen. Die Tasse kostet dann 3,50 Mark, die Kanne 8 Mark und ein Stück Torte kannst du schon ab 5 Mark kriegen. Bezahlen soll ich das? In anderen Lokalen kriegst du doch auch nichts umsonst. Jetzt geht mir ein Licht auf. Wo ihr das Kuchenland weg habt, braucht ihr mich nicht mehr. Nun wollt ihr mich loswerden, nicht? Wenn du dich da mal nicht geschnitten hast, Bertha Meiners, noch ist das Grundstück nicht umgeschrieben. Noch kann Tobias seine Unterschrift zurückziehen. Vertrag ist nichts mehr zu machen. Das wollen wir ja erstmal sehen, nicht? Und dass du das weißt, auf deinen plörrigen Kaffee pfeife ich! Nun mach mal, dass du rauskommst! Ja, ich geh ja schon. Hier siehst du mich nicht wieder. Und dass die Leute aus dem Dorf nicht kommen, dafür will ich ja wohl sorgen. Den werde ich mal erzählen, was du für eine bist! Raus! Und dass das mit dir und Hobelbach keine reine Sache ist, das sieht ja ein Blinder! Raus mit dir, du alte Giftgrütze! Mein Gott, du hast ja richtig aufgedreht, Radija! So eine unverschämte Person! Ach, wo bloß der Monteur mit dem Wagen bleibt. Ich glaube, ich muss selbst mal nachsehen. Wird ja allerhöchste Eisenbahn für mich. Es ist wirklich schade, dass ich nur nicht mitkam. Ja, ist wirklich jammerschade. Und es war gerade so eine gute Gelegenheit. Hier, die Einrichtung würde hier wunderbar reinpassen. Alles noblen Kram, fast wie neu. Ja, sag mal, könntest du das denn nicht für mich einkaufen? Du weißt doch am besten, was ich hier brauchen kann. Ja, das könnte ich schon. Nee, bei so einer Zwangsversteigerung muss ja gleich alles bar bezahlt werden. Ja, wenn's weiter nix ist. Ich hab das Geld doch liegen. Ja, wie viel ist es denn? 10.000 Mark. Ja, das ist ja gerade nicht allzu viel, aber schön, wenn du mir das geben willst. Ich könnte ja damit durchbrennen. Arnold, wirst mir doch nicht antun. Ja, hatte ich dir nicht schon mal zu viel Wind auf den Hacken. Darüber wollen wir lieber nicht mehr reden. Ich hol dir ganz schnell das Geld. Ja. Das klappt schon wunderbar. Ja. Hast du die Ochsen immer noch nicht gekauft? Was denn für Ochsen? Ich denke, du handelst doch mit Ochsen. Die Ochsen waren mir zu mager. Bist wohl mehr für eine fette Kuh, ne? Fette Kuh, was? Erst recht, wenn sie so dusselig ist wie die da. Ja. Was sagte Opa da eben? Ach, nix. Ach, da hat sie doch nicht mehr alle. So, hier ist das Geld. Sind genau 10.000 Mark. Ja. Ja, willst du nicht wenigstens nachzählen? Ach, das ist bei dir doch nicht nötig. Du wirst mich doch nicht betrügen. Ja, das meine ich auch. Vertrauen gegen Vertrauen. Ja, ach, das wird ja jetzt allerhöchste Eisenbahn für mich. Wir sehen uns dann morgen wieder. In Hamburg. Weißt Bescheid? Ja. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Die Elke, die wollte ganz gerne mal mit nach Hamburg. Meinetwegen kann sie heute schon mitfahren. Hättest ja gleich einen Aufpasser, dass ich dir mit dem Geld nicht durch die Lappen gehe. Ja, nur mach doch bloß nicht so viel Aufhebens davon. Aber das mit der Dian, das passte mir ganz gut, wenn ich die hier heute Nachmittag loswerde. Ja, dann soll sie in einer Viertelstunde beim Schmied an der Ecke sein. Ist gut, ich sag ihr gleich Bescheid. Na, die wird Augen machen, dass ich hier auch meine Freude mache. Elke! Nur mal aufs Ganze. Ja, der geht. Die verdammte Falle los, du hilfst mir doch bloß! Ja, ich werd dir helfen! Was ist hier los? Ich hab ihn gefangen, guck mal! Mensch, ist das eine dicke Ratte! Soll ich die Polizei rufen? Nicht die
die Polizei, um Himmels Willen, nicht die Polizei. Nun mach doch die verdammten Fallen aus, die quetschen mir doch die ganzen Finger. Och, lass mal noch ein bisschen hängen. Die hast du verdient. Ja, wenn das denn nur mit der Polizei nicht ist, wo bleiben wir denn dann mit ihm? Ja, wo bleiben wir mit ihm? Hier, im Keller rein. Sag mal, Mäuschen. Na, willst du wohl... Ein Wurf, die Polizei ist hier. So, den haben wir auf Nummer sicher, ne? Was hast du denn nur mit ihm vor, Opa? Ja, den bewahre ich mir so lange auf, bis ich ihn mal brauche, ne? Ja, aber nun will ich erst mal sehen, ob er mir auch nichts geklaut hat, der Kerl. So. Nanu, das ist ja interessant. Na, Opa, ist noch alles da? Ich muss mal eben nachzählen, ne? 1000, 5000, 10.000, 15.000. Enkel, wohin denn so eilig? Ich hab gar keine Zeit. Ja, 20.000. 23.000 und 500. Stimmt genau, ist noch alles da. Das ist ja ein Ding. Was? Na, dass bei dir das ganze Geld verkommt und bei uns in der Landwirtschaft fehlt das an allen Ecken und Kanten. Das verkommt nicht, das ist bei mir gut aufgehoben. Ja, das haben wir ja gesehen. Hätte nicht viel gefehlt und das wäre zum Teufel gewesen. Ja, aber ich war zu schlau. Junge, 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 was wollte ich damit die Landwirtschaft in Schwung bringen? Das Doppelte würde ich rauswirtschaften. So, dann willst du wohl auch so einen neumodischen Kram hier einführen, was? Nahentanterei. Wenn du das meinst, Opa. Dann bleibt man ruhig beim Alten. Hast du was gesagt? Na nur, Opa, hast du mich nicht verstanden. Was ist das denn? Ich kann ja auch mal gar nicht hören. Das ist ja mein altes Hörrohr. Wo ist mein neues Hörrohr? So einen neumodischen Kram taucht doch nichts. Das ist doch bloß Narrentanterei. Her mit dem neuen Hörrohr. Da hast du das. Ja. Hier. Ja, macht dir so ein neumodischer Kram doch Spaß, ne? Ja, du, ich komm mir bald vor wieder, liebe Gott. Also das ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Nee, du, gerade wieder, liebe Gott. Von dem glauben die Leute doch auch immer, der hört und sieht nichts. Und nachher ist er doch dahinter gekommen, was die für Schlechtigkeiten an Tag bringen, ne? Und genau so geht mir das nun auch. Du glaubst gar nicht, was ich in den letzten beiden Tagen alles gewahr geworden bin. Bloß mich kannst du nicht mehr anführen. Halt bloß deinen Mund, noch darf das keiner wissen. Aber wo bleibe ich nun mit meinem Geld? Mein Schapp ist ja nur kaputt. Bring das doch nach der Bank. Nee, du, da bin ich da schon zweimal losgeworden. Ach, ich versteck das erstmal woanders, ne? Und was ich denn nachher damit mache, das werden wir denn ja sehen, ne? Wer wird auch nicht mehr klug? Nanu, Elke, auf Sonntag? Ja, ich will verreisen. Verreisen? So plötzlich? Ja, nach Hamburg. Tante Bertha gibt mir Urlaub. Und Hogeback will mich in seinem Wagen mitnehmen. Ach, Tante Bertha gibt dir Urlaub nach Hamburg. Und Hogeback will dich in seinem Wagen mitnehmen. Das ist ja interessant. Du tust ja so gediegen. Hast du was dagegen? Wieso? Nee. Fahr du mal ruhig mit Hogeback nach Hamburg. Das heißt, wenn er dich mitnimmt. Bestimmt tut er das. Das hat er mir gestern schon versprochen. Ach, das hat er dir gestern schon versprochen? Na, das ist ja wohl schon eine ziemlich dicke Freundschaft zwischen euch beiden, was? Was hast du bloß, Bernd? Ich hab nix. Du gönnst mir ja bloß die Fahrt nicht. Bist wohl eifersüchtig, was? Auf Herrn Hogeback? Nee, bestimmt nicht. Also ich hab jetzt keine Zeit mehr. Tschüss. Tschüss. Oh. Was, du bist noch hier? Nur aber Dalli. Ja, ich lauf ja schon. Kommen Sie mal rein, Herr Notar. Tag. Tag. Lauf schnell und hol Jochen rein. Ist gut. Oh, Tag, Obermeiners. Wie geht's denn?
Ach, da müssen Sie viel lauter sprechen, das hört er doch nicht. So? Ich meine, so schlimm wäre es gestern gar nicht gewesen mit seiner Schwerhörigkeit. Was man in mich lauthals in das Tutrohr reinbrüllt, kriegt er nicht mit. So. Wollen wir nicht in Ihre Stube gehen, Opa Beilers? Nee, das können wir auch hier abmachen, ne? Nehmen Sie hier mal Platz, Herr Notar. Ja, soll Opa Beilers nicht! Nee, den lassen Sie mal da sitzen. Sein liebster Platz, da fühlt er sich am wohlsten. Tag auch. Da kommt ja auch Jochen schon. Tag, Herr Meiners. Setz dich mal dahin. Was du meinst, Bertha. Ja, dann will also Opa Meiners jetzt seinen Hof abgeben. Ja, ach, wir haben das hier schon mal so ein bisschen aufgeschrieben. Ach nee, Sie haben das schon aufgeschrieben. Ja, bloß so, damit Sie wissen, wie es gemeint ist. Richtig aufsetzen, so wie sich das gehört, müssen Sie das dann wohl noch. Ja, ja, dann wollen wir die Sache mal eben durchnehmen. Mhm. Ja? Also Opa Meiners überschreibt seinem Sohn Jochen Meiners und seiner Ehefrau Bertha, geborene Rüdebusch, was auch auf ihren Namen soll, der Hof? Ja, ist bloß wegen der Steuern. Wenn Jochen nachher mal vor mir abgeht, was ich ja nicht hoffen will, dann braucht man auf die Art ja bloß noch die Erbschaftssteuer für den halben Hof zu bezahlen. Steuer muss man ja sparen, wo man kann, ne? Ja. 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 Das Ehepaar Meiners bezahlt dann Opa Meiners bis an sein Lebensende eine Jahresrente von Herr Meiners. Der Betrag ist noch nicht eingesetzt. Wie viel? Na, so viel wie die Pacht. 3.000 Mark sind das wohl nicht, Bertha. Nein, das ist zu viel. Mit 2.000 kommt Opa gut aus. Ja, ist er denn damit einverstanden? Ja, mehr können wir nicht aufbringen. Ist nicht so, Jochen? Was du meinst, Bertha. Ja, aber fragen müssen wir ihn doch wohl erst. Dummes Zeug. Wenn man ihn fragt, quakt er doch bloß. Er ist alt und wird schon was mimelig. Mimelig? Ich will dir bei mimelig. Sagtest du was, Opa? Nee, nee, mach mal weiter so. Sehen Sie, er hat nichts dagegen. Also schreiben Sie mal ruhig hin. 2.000 Mark. Er hat nichts dagegen. Na, er kriegt das denn nachher noch zu hören, dann kann er sich ja ausbrechen. Ja, Opa, wird alles so gemacht, wie du das haben willst. Ja, ja, schon gut. So, dann sind Sie also der einzige Sohn. Klar, Jochen ist der einzigste. Und Geschwister hatten Sie gar keine? Doch, eine Schwester habe ich gehabt. Die ist durchgebrannt mit dem Schiffer, aber nur so tot. Und Kinder hatte sie keine? Doch, eine Tochter hat sie nachgelassen. Und wo ist die geblieben? Ja, die hat Opa sich hier ins Haus geholt. Leider. Ja, will er die denn gar nicht bedenken? Na, das hätte gerade noch gefehlt. Der Balch, der ihm nichts als Ärger macht. Ist nicht schon genug, dass sie hier ihre Kost kriegt? Nee, 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 nee. Also, für die hat Opa nichts über. Die kriegt auch nicht so viel. Ist nicht so, Jochen? Was du meinst, Bertha. Ja, so geht es zwar nicht, Frau Meiners. Ihr Pflichtteil kann sie verlangen. Ein Viertel steht ihr zu. Nun muss ich aber lachen. Ein Viertel von dem schönen Hof? Ja, was sagst du dazu, Jochen? Ja, wenn der Herr Notar das sagt, dann muss das da wohl so hin. Nee, 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 nee. Also damit kann ich mich nicht abfinden. Da will ich mich doch erst noch mal befragen. Na gut, erkundigen Sie sich erst einmal. Schieben wir die Sache erst mal auf. Ja? Aufschieben? Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also schreiben Sie in Gottes Namen hin, dass die deren ihr Pflichtteil kriegen soll. Ja, aber eines muss ich dann noch sagen. Dann sind 2.000 Mark zu viel. Dann können das nur noch 1.500 sein. Oh, ist denn das genug für den alten Herrn? Ja, damit kommt er aus. Im preiswerten Altersheim verlangen sie nicht mehr. Ins Altersheim soll er? Ja, da ist doch bestens aufgehoben. Satan! Sagtest du was, Opa? Nee, nee, mach mal weiter so. Ach, Opa, die Decke ist dir ja weggerutscht. Du kriegst ja kalte Füße. Was ich Sie noch fragen wollte, Herr Meiners. Versteht das Mädchen denn etwas von der Landwirtschaft? Oh, sie hat sich da ganz gut reingefunden. Ja. Sie kann eigentlich alles. Gar nichts kann sie. Und fleißig ist sie auch. Rumpussieren mit dem Knecht. Aber arbeiten, nicht die Bohne. Na, ich mein... Was du meinst, ist dummes Zeug. Was du meinst, Bertha. Ach, dann war das vielleicht die, die vorhin rausging, als ich reinkam? Ja, das war sie. Wollt mit dem Auto nach Hamburg. Und das mitten in der Woche. Und uns lässt sie hier mit all der Arbeit sitzen. Wo das auch noch gerade mit der Heuernte losgeht.
Können Sie mal sehen, was das für eine ist. Wollt ihr nicht endlich weitermachen? Wie lange soll das denn noch dauern? Ja, ja, Opa, wir sind sofort fertig. Wird alles so gemacht, wie du das haben willst, Opa. Ja, ja, ja. Machen Sie mal weiter, Herr Notar. Wird schon ungeduldig. Ja, ja. Schön schreiben wir also erst einmal 1500. Und die Umschreibung muss sofort passieren. Wir wollen zum Herbst noch verpachten. Sie wollen verpachten? Klar. Glauben Sie etwa, ich will mich hier bis an mein Lebensende zu Tode quälen? Nee, 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 nee. Das meiste Land wird verpachtet. Wir behalten nur so viel, wie wir für den Erbkrug hier brauchen. Was? Sie wollen hier einen Krug einrichten? Ja, das ist hier doch ein Erbkrug. Hat Opa bloß verkommen lassen. Aber ich will den schon wieder in Schwung bringen. Und deshalb soll Opa Meiners vom Hof? Naja, also das geht nun mal nicht anders. Nicht? Er treibt uns von seiner Nörgelei doch die ganzen Gäste aus dem Haus. Teufel! Sagtest du was, Opa? Nee, nee, mach mal weiter so. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was Opa dazu sagt. Nicht wahr? Dann wollen wir ihm das mal vorlesen. Vorlesen? Ach, das versteht er ja doch nicht. Hier, Opa. Hier unterschreibt man. Hier gehört dein Name hin. Siehst du? Hier. Nein, nein, so geht es nicht, Frau Meiners. Wenn er es schon nicht hören kann, muss er sich's wenigstens in aller Ruhe durchlesen können. Herrje, was für Umstände! Wir sind doch unter Verwandten! Ja, darum eben! Was willst du denn hier? Ich wollte bloß fragen, ob ich heute Nachmittag noch das Mehl von der Mühle holen soll. Da ist nichts mehr für die Schweine. Ja, wenn nichts mehr da ist, dann hol was! Danach hast du sonst doch auch nicht erst gefragt. Ist gut. Opa, guck dir genau an, was du da unterschreibst. Also jetzt wird's mir aber zu bunt. Was mischt sich der Knecht in unsere Privatsachen? Ja, ich gehe ja schon. Opa, ich hab gedacht, du wärst ein bisschen hellhöriger geworden. Als Maul, du Schafskopf. Das ist die rechte Antwort. So muss das haben. Du bist entlassen. Batz auf der Stelle. Ist nicht so, Jochen. Was du meinst, Bertha. Hast du's gehört? Du bist entlassen. Nur mach, dass du rauskommst. Das mache ich auch. Und Elke kommt mit, dass ihr das mal wisst. Ist das denn schon so weit? Die Mutter ist mit dem Schiffer durchgebrannt und die Tochter geht mit dem Knecht durch die Lappen. Ja, mit sowas hab ich ja schon lange gerechnet. Ach, redet doch, was ihr wollt. Bloß Opa, der kann mir leid tun. Raus, sag ich! Bernd, du bleibst. Nee, ich geh lieber. Du bleibst! Ja, was soll ich denn noch hier? Maul halten! Das meine ich auch! Die Dirn soll kommen. Los, wird's bald! Ja, was soll die denn noch hier? Ruf mir die Dirn her, los! Die ist nicht da. Die ist abgehauen nach Hamburg. Bernd, hol Elke. Das wird ihm wohl nicht glücken. Ich find sie wohl noch. Beim Schmied an der Ecke. Also, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Herr Notar, man sollte den Alten nicht mit seinen Grappen durchlassen. Ja, wir können uns aber auch nicht einfach über den Willen von Opa Meiners hinwegsetzen. Ach, der hat doch seinen vollen Verstand nicht mehr beieinander, Herr Notar. Ja, wenn das so ist, darf er überhaupt nicht unterschreiben. Das darf nur einer, der bei vollem Verstand ist. Na, ganz so schlimm ist ja auch gerade nicht, ne? Im Ärger sagt man Leichmann Wort zu viel, nicht? So, da ist sie. Was? Du bist noch nicht weg? Nee, Herr Hogeberg kam ja nicht. Was soll ich denn, Opa? Stell dich dahin bei Bernd. Ja, aber was soll ich denn? Maul halten. So, Herr Notar, sind das nun genug Zeugen für meine Unterschrift? Oh, mehr als genug. Aber lesen Sie sich das bitte genau durch. Das ist gar nicht nötig. Ich weiß auch so, was da drin steht. Ja, guck, Opa, hier unten gehört dein Name hin. Siehst du, hier. Ja, Opa lässt sich nicht so leicht dumm machen. Der weiß sehr genau, wer es gut mit ihm meint. Das weiß ich auch. Wer selig will sterben, gibt sein Gut an die rechten Erben. Oh, das ist ein wahres Wort. So! Da hast du dein Schied. Opa, was soll das? Das wirst du gleich gewahr werden. So, Herr Notar, nun kriegen Sie sich mal einen neuen Block her, ne? Opa, Jochen, das geht nicht gut. Das dürfen wir nicht zulassen. Mann, Jochen, du sag doch was. Was soll ich denn sagen? Ach, Döskopf. Döskopf. Sind Sie soweit, Herr Notar? Ja, mal los. Ja, dann kann das ja losgehen. Zum Ersten, der Hof bleibt in meinen Händen. Zum Zweiten,
Nach meinem Tod erbt meiner Tochter Kind Elke Saathoff das Ganze. Der ist ja durchgedreht. Zum Dritten. Sie kriegt den Hof aber bloß, wenn sie binnen 3 Monaten unseren Knecht Bernd Eickhorst, den ich als Verwalter über meinen Hof einsetze, heiratet. Bernd! Was? Der Knecht sollte deren heiraten? Der hergelaufene Kerl soll auch hier auf dem Hof? Das wäre ja noch schöner. Und wo bleiben wir nachher? Zum Vierten. Mein Sohn Jochen kriegt als Pflichtteil das Heuerhaus mit 3 Hektar Land und den Rest in bar. Was? Ich soll ins Heuerhaus? Mein Lebtag kriegt mich da keiner rein. Im Heuerhaus kann denn meine liebe Schwiegertochter Bertha, geborene Rüdebusch, denn meinetwegen ihre Milchbar einrichten. Das ist ja der reinste Hohn. Jetzt reißt mir aber die Geduld. Herr Notar, der Alte ist ja bregenglüterig. Ja, der Meinung bin ich nicht, Frau Meiners. Nach meinem Dünken ist der Alte sehr hell bei Verstand. Dann stecken Sie hier wohl alle miteinander unter einer Decke, was? Oh, hüten Sie Ihre Zunge, Frau Meiners. Ach, was dummes Zeug. Opa, sag, dass das dein Ernst nicht ist. Sag, dass das bloß Spaß ist. Ja, warum schreist du denn so? Ich kann dich auch gut verstehen, wenn du was leiser sprichst. Was? Du kannst auf einmal hören? Ja, seit 2 Tagen kann ich alles wieder hören. Hier, mein neues Hörrohr macht mich so hellhörig, dass ich sogar das Gras wachsen höre. Neues Hörrohr? So eine Gemeinheit. Das hat die Dern dir angeschnackt. Na, warte. Es gibt ja noch Gerichte. Ja, die Gerichte werden Ihnen da auch nicht helfen können. Nicht wahr? Es hat alles seine Richtigkeit. So, meinen Sie? Naja, so leicht gebe ich noch nicht auf. Gott sei Dank hat ja Jochen gestern das Kruchland gekauft. Der Erbkruch bleibt unser. Und das hat auch seine Richtigkeit. Ja, das ist nun wieder eine ganz andere Sache, Frau Meiners, denn... Los rein mit dir, Kuh! Bambitz! Herr Luther, der Vertrag, den mein Mann gestern unterschrieben hat, der gilt nicht. Ich bin dagegen. Ja, Frau Quartfesel, das nützt nichts. Ihr Mann ist ja volljährig und kann machen, was er will. Er zieht die Unterschrift zurück. Los, mach's mal auf, sag, dass du die Unterschrift zurückziehst. Riechen, das kann ich doch nicht machen. Was, das kannst du nicht machen? Ich werde dir helfen. Sofort ziehst du die Unterschrift zurück. Ja, und wenn er auch wollte, das geht nicht. Der Vertrag ist beurkundet und kann nur mit beiderseitigem Einverständnis gekündigt werden. Und ich werde überhaupt nicht gefragt. Nein, das braucht Ihr Mann nicht. So, und dann liest man jeden Tag was in der Zeitung von der Gleichberechtigung der Frau. Ja, Lieschenquartfasel, da hast du dich geschnitten. Das Kruchland gehört Jochen. Und das halte ich fest. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, Frau Meiners. Ihr Mann hat das Kruchland nicht gekauft. Der Vertrag ist gestern mit Opa Meiners abgeschlossen worden. Was? Opa hat das Kuchland gekauft? Jetzt hast du dich geschnitten, Bertha Meiners. Ich lach mich tot. Jochen? Jochen, was hast du angerichtet, Mann? Du sag doch was. Ja, ja, das Land hat Opa gekauft. Hier ist der Vertrag. Ach, den will ich gar nicht sehen. Jochen, du Dussel, hab ich dir nicht gesagt. Ja, ja, Opa meinte ja, dass ich das Kuchland ja von selbst mitkriege, wenn er mir den Hof überschreiben tut. Hast es denn nun gekriegt, du Döskopf? Nee. Schön. Dann bleibt mir nur noch ein Weg. Ich gehe mit Hogeback nach Hamburg. Und von dir? Von dir lasse ich mich scheiden. So. Hast du meins, Bertha? Wenn Herr Hogeback Sie mal nimmt, Frau Meiners. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Na, das können wir ja gleich mal fragen. Ja. So, meine raus, Hogeback, Tante Bertha will was fragen. Na, hast die Falle doch noch losgekriegt? Arnold, du sitzt hier im Keller? Ja, eingesperrt haben Sie mich. Aber das wird Ihnen teuer zu stehen kommen. Herr Notar, nehmen Sie mal gleich eine Klage für mich auf. Wegen Körperverletzung. Misshandlung und Freiheitsberaubung. So eine Frechheit.
Hast du hier nicht Opas Wandschrank aufgebrochen? Die Tür stand offen, als ich reinkam, weil der Teufel bei dir aufgebrochen hat. Ach nee, und wie kamst du mit deinen Fingern in den Schrank? Interessierte mich, kommt doch nicht an, dass in der Rattenfalle aufgestellt war. Na, Gott sei Dank hat der Opa die da aufgestellt. Sonst wärst du mit seinem Geld schon über alle Berge gewesen. Ach, ich hab jetzt gar keine Zeit mehr, da ist der Monteur mit dem Wagen. Na, Sie werden noch von mir hören. Mein Rechtsanwalt wird Ihnen eine Rechnung präsentieren und das letzte Wort wird dann der Staatsanwalt sprechen. Ja. Mein Geld! Erst gibst du mir mein Geld zurück. Bertha, auch du hast kein Vertrauen mehr zu mir. Das hätte ich nicht gedacht. Gib mir mein Geld wieder. Hier, wenn du es dann nicht anders willst. Ich gehe, aber du wirst noch an mich denken. Ach. Enkel, willst du nicht mitfahren nach Hamburg? Das ist ja bloß still, du. Was ist das denn? Mein Geld. Wo ist mein Geld? Er hat mir mein Geld gestohlen. Geld? Wie viel war es denn? 10.000 Mark. Hier in diesem Kuvert habe ich ihm selbst gegeben. Und nun ist bloß noch diese olle Zeitung da drin. Na, das müssen wir ihm doch wieder abnehmen. Ja, lauf ihm nach. Er soll mir mein Geld wiedergeben. Ach, da saust er ab mit deinen 10.000 Mark. Suspekt. Ja, haben Sie wenigstens eine Quittung geben lassen? Nee, eine Quittung habe ich nicht. Ich habe noch gesagt, Vertrauen gegen Vertrauen. Frau Meiners, wie wollen Sie denn nun beweisen, dass in dem Umschlag 10.000 Mark waren? Hogeback wird natürlich behaupten, er hätte den Umschlag nie geöffnet. Das kann doch nicht angehen. Hört mal her. Zwangsversteigerung bei Arnold Hogeback. Stehbierhalle, scharfe Ecke. Versteigerung des gesamten Inventars, der Gerichtsvollzieher. Eine kleine Pinte hatte er. Das war sein Etablissemang und nur ist auch noch pleite. Ja, wenn er pleite ist, kriegen Sie überhaupt kein Geld wieder. Aber kann doch nicht pleite sein. Er hat doch noch den schönen Wagen. Och, so ein Auto können Sie in Hamburg bei jedem Autovermieter leihen. Er hat ihn geliehen? Ja, das hebt den Kredit. Wenn er bloß mit dem Fahrrad gekommen wäre, dann wären Sie wohl nicht auf ihn reingefallen, Frau Meiners. Ja, dann habe ich ja nur rein gar nichts mehr. Jochen, was machen wir denn nur bloß? Ihr zieht ins Feuerhaus. Was du meinst, Opa.